Ein bekannter Wahlspruch in den USA, der lautet In God we trust. In Österreich, da misstraut die SPÖ nicht Gott, aber vor allem der Bundesregierung. Deshalb wollen Andreas Babler und Co. auch einen Misstrauensantrag in der morgigen Parlamentssitzung einbringen. Das Thema lautet unterlassene Hilfeleistung, denn aus Sicht der SPÖ habe die Bundesregierung hier vor allem gegen die Teuerung nichts gemacht. Auch bei einem Mietpreisdeckel und in anderen Bereichen sei viel zu wenig geschehen und deshalb müsse man hier diesen Misstrauensantrag auch einbringen. Misstrauensanträge und die erfolgreiche Bewältigung des Ganzen, naja, das ist so eine Geschichte. Bis zum Mai 2019, als die gesamte Bundesregierung per Misstrauensvotum abgewählt wurde, hat es 185 Versuche zuvor gegeben. Also die Chance, dass es diesmal erfolgreich sein wird, die ist so hoch wie ein Lottogewinn. Dafür ist aber schlussendlich auch Fortuna zuständig gewesen und nicht die Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, die sich hier vor dem Parlament befindet. Auch bei der aktuellen Europastunde möchte sich die SPÖ zu Wort melden. Und apropos Europa und SPÖ, hier dürfte es auch eine neue, alte Nummer 1 geben, nämlich einen Spitzenkandidaten. Es soll weiterhin Andreas Schieder auch hier die SPÖ in den EU-Wahlkampf im kommenden Jahr führen. Immer wieder war davon die Rede, dass mitunter Evelyn Regner, die von einigen aus dem Babler-Lager auch favorisiert wurde, hier die Nummer 1-Position einnehmen sollte. Aber Schieder dürfte das Rennen gemacht haben. Viele spannende Themen, die also morgen dann im Parlament warten. Wir sind gespannt. Heute die SPÖ-Clubtagung. Was sind denn die Erwartungen, die Sie heute hier haben und was sind auch die Strategien? Was möchte man heute alles besprechen? Ja, wir wollen mit Nachdruck skizzieren, dass man jetzt handeln muss. Wenn eine Regierung die unterlassene Hilfeleistung betreibt, seit Kriegsbeginn eigentlich überhaupt nichts auf die Reihe bringt, was die Inflation in den Griff kriegt, darunter leiden viele Menschen in diesem Land. Nicht nur ganz privat, wenn es um ihre Wohnungsabgaben, um ihre Hausabgaben geht, dass man es sich fast nicht mehr leisten kann. Jeder Vierte Probleme hat, jeder Dritte keinen Urlaub mehr sich leisten kann und überhaupt ein paar Tage Erholung genießen kann. Und da gehen viele Dinge einfach den Bach runter. Ja. Und das betrifft auch die Wirtschaft, das betrifft auch die Pleiten, die damit produziert werden, wenn Menschen immer weniger Geld haben, weil sie für ihre Grundbedürfnisse viel brauchen, dass Pleitewellen drohen, so wie wir es jetzt schon gesehen haben, tragischerweise bei Delka, bei Salamander, bei Forstinger. Da passiert ja was in diesem Land. Also es ist schlecht für die Menschen, es ist schlecht für die Wirtschaft. Dieses Land wird systematisch an die Wand gefahren. Und die Sozialdemokratie macht jetzt Druck auf die Bundesregierung und wir bringen einen Misstrauensantrag ein gegen die gesamte Bundesregierung. Das macht man sich nicht leicht, aber wir haben jetzt anderthalb Jahre mit unseren Abgeordneten miteinander wirklich Vorschläge skizziert. Wir haben verwiesen auf andere Länder, die das machen, die nicht so eine hohe Inflation haben, weil sie eingegriffen haben, weil sie reguliert haben, weil sie Modelle entwickelt haben. Und wir haben eine Regierung, die nichts auf die Reihe bringt. Und irgendwie im Sommer hat man gesehen, sie wollen ja nicht. Wir haben es aus dem Sommerurlaub zurückgeholt, haben nochmal ganz konkret 3 Vorschläge, 4 Vorschläge gemacht, die sofort Entlastung bringen würden. Beispielsweise, dass man die letzten Mieterhöhungen zurücknimmt, dass man dann wirklich deckelt auf 0% und dann erst mit 2% leicht in 2 Jahren anfängt, das mit einer Grenze einzuziehen. Wir haben gesagt, wir wollen die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel aussetzen. Wir wollen eine Preiskommission, dass nicht diese Maßnahmen auch dazu führen, dass noch mehr Gewinne gemacht werden. Also ganz einfache Maßnahmen. Andere Länder haben es vorgezeigt und ich finde es unverantwortlich, von einer Regierung nicht für die Interessen der Bevölkerung zu arbeiten. Das ist absolut, was in mir so einen großen Widerspruch erfüllt. Ich meine, wir sind alle dazu da und vor allem die Sozialdemokratie, um auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger einfach Initiativen zu setzen, die wirklich wirksam sind. Und wenn man eine Regierung, die nichts tut und die im Gegenteil dazu mit ein paar Schmähpaketen an und die Inflation befeuern wird, also schlechter geht es gar nicht. Jetzt interessiert uns natürlich auch, hat man sich da auch Verbündete geholt? Wie sieht es da aus mit der Rückmeldung? Das mag ich Ihnen strategisch nicht wirklich jetzt erzählen. Wir gehen in die Clubsitzung, wir bringen morgen diesen Misstrauensantrag an. Aber natürlich werden wir Druck auf diese Bundesregierung ausüben. Es ist auch sehr interessant, auch der ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat davon gesprochen, dass er den Mietdeckel nicht als Mietdeckel, sondern eher als Deckelchen wahrnimmt. Was ist da auch das Zeichen für die Bevölkerung, was man setzen möchte, dass man sagt, man ist da, man unterstützt? Man muss vielleicht die Hintergründe sehen und da zeigt es sich ganz klar, wo die ÖVP einfach Politik macht. Ja. Wo gingen die Mieteinnahmen hin zu überwiegenden Teilen? Nämlich zu den reichsten Zehntel der Bevölkerung. Ja. Das ist die ÖVP anscheinend sehr, sehr stark gestützt, überhaupt die Superreichsten, wie wir ja gesehen haben in den Debatten rund um ein gerechteres Steuersystem. Aber wie gesagt, man muss eingreifen. Und die Sozialdemokratie hat einfache Vorschläge, aber sie hat sehr wirksame Vorschläge. Und wir haben das durchdacht. Wir setzen es hier zusammen. Wir arbeiten mit Expertinnen und Experten. Wir präsentieren
Lösungen. Wir schauen sich das volkswirtschaftlich an, wir schauen sich das ganz privat an, was das heißt. In all diesen Bereichen, von den Pensionistinnen, denen nicht das Geld zugestanden wird, das sie brauchen, die unter den zu niedrigen Pensionen leiden, bis hin zur arbeitenden Bevölkerung, bis hin zu den Kindern. Es leiden ja alle darunter und die Regierung ist aufgerufen, eigentlich Verbesserungen zu machen und das kann sie einfach nicht oder will sie nicht und beides ist schlecht für das Land. Ist der Misstrauensantrag auch ein Start ins Wahlkampfjahr? Ist überhaupt kein Staat. Wir arbeiten permanent an der Verbesserung an einem gerechten Österreich. Wir skizzieren ja jetzt auch, was alles da besser oder nicht so schlimm sein würde, sondern wir wollen ja ein System und eine Alternative zeigen, wo es besser ist für die vielen Menschen. Das heißt, das arbeiten wir tagtäglich mit unserem Team ab und da können Sie ja durchschauen, was wir für Anträge die letzten anderthalb Jahre gestellt hätten und dass wir nicht so eine Inflation hätten, dass wir viel mehr Perspektive haben. Wir überlegen sich ja, wie man in Zukunft auch tatsächlich garantieren kann, wenn man krank ist und anruft, dass jemand abgibt und dass man einen Termin kriegt und nicht 15, 16 Monate wartet auf Operation und vieles andere. Das beschäftigt die Sozialdemokratie. Deswegen arbeiten wir intern und natürlich auch extern dafür. Sollte der Misstrauensantrag jetzt nicht die erhoffte Resonanz erhalten, was wäre dann der nächste Plan oder was wären dann die nächsten Schritte? Weiter skizzieren. Ich hoffe, dass dieses Land bald Neuwahlen irgendwie möglich macht, damit endlich was sich verbessert. Wir haben doch einen Auftrag, wenn wir politisch tätig sind. Sozialdemokratie nimmt den ernst, nämlich Verbesserungen zu machen. Und das ist ein Wahnsinn. Wir schlittern immer mehr in ein Land, das wirtschaftlich, aber ganz privat für viele Menschen den Bauch runtergeht. So etwas habe ich auch noch nicht erlebt. So eine Arbeitsverweigerung, wie gesagt, unterlassene Hilfeleistung betrifft es wahrscheinlich am stärksten. Wir haben heute die Clubtagung der SPÖ. Wir möchten natürlich von Ihnen im Vorfeld wissen, was sind denn so die Erwartungen, was sind auch die Strategien, mit denen man in die Tagung heute hineingeht. Als erstes freue ich mich auf einen sehr, sehr arbeitsreichen Tag, der vor uns liegt, weil wir müssen hart arbeiten, dass den Menschen nicht gut geht in Österreich. Die Teuerung ist nicht vorbei, im Gegenteil, es wird wieder schlimmer. Die Regierung tut nichts dagegen, schläft in der Pendeluhr, die Mieten steigen, die Regierung liefert keine brauchbaren Vorschläge. Da ist es vor an uns, hart zu arbeiten und wieder Vorschläge zu liefern und zu hoffen, dass endlich entweder es da ein Einsehen gibt oder die Regierung endlich verschwindet. Ich glaube, das war auch hoch an der Zeit. ÖGB-Chef Katzian hat davon gesprochen, dass der angekündigte Mietdeckel eigentlich nur ein Deckelchen ist. Wie sehen Sie die Situation? Was muss man da jetzt noch tun? Kann man da noch nachrüsten? Ja, selbstverständlich. Unsere Ideen liegen am Tisch. Einfrieren der Mieten sofort für die nächsten 2 Jahre und dann nur mehr Erhöhungen, höchstens 2%, also angepasst an den europäischen Index, der hier zur Verfügung steht. Und das wäre zu tun. Aber wenn man sagt, man deckelt es mit 5% und die Inflation ist 4%, was bringt das? Gar nichts. Das ist Showpolitik, wie üblich von dieser Bundesregierung. Und wie gesagt, Zeit für Neuwahlen. Andreas Babler hat auch davon gesprochen, dass die Koalition bei der Teuerung versagt hat. Gibt es da noch die Möglichkeit, dass man da auch der Bevölkerung noch zeigen kann, man engagiert sich, man lässt sie nicht alleine in dieser Situation? Ja, selbstverständlich, das wollen wir ja. Wir machen ja auch ständig Vorschläge, wie die Lebensmittelteuerung bekämpft werden kann, wie die Energiepreise gesenkt werden können. Die müssen runter, die Energiepreise. Und wenn ein Regierungspartner aus ideologischer Verblendung das nicht machen möchte, naja, dann wird es halt Zeit, dass diese Regierung geht.